Herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal Mein Makler Immobilienwissen. Wir sprechen heute über einer der Hürden, die viele Makler haben, wenn sie in die Immobilienbranche einsteigen. Und es ist total banal. Wie soll ich mich nennen? Das ist oftmals ein großes, großes Dilemma für viele und da scheitern auch viele dran. Und womit hängt das eigentlich zusammen? Wir sprechen heute über die Wahl der richtigen Rechtsform. Das heißt, auch das ist ein Thema davon. Meistens kommen dann so Sachen heraus wie M2 Real Estate. Aber eigentlich wollt ihr als Makler oder Maklerin im deutschen Markt tätig sein. Und da muss man sich die Frage stellen, wie jemand mit 85 Jahren M2 Real Estate denn am Ende ausspricht und ob er das überhaupt versteht. Und das wollen wir heute besprechen in dieser Folge. Und wollen uns einfach auch mal die Lösung angucken. So, die Lösung sieht wie folgt aus. Ich habe euch jetzt erstmal hier die Formen, die Rechtsformen aufgeführt. Das ist jetzt so ein bisschen Basiswissen natürlich. Der ein oder andere sagt, naja, gähn langweilig, ich weiß, was eine GmbH ist. Aber in welchem Verhältnis das natürlich jetzt steht, wenn wir hier mal gucken, was das auch mit dem Namen zu tun hat, sehen wir sofort. Prinzipiell kann man erstmal sagen, wir haben auf der einen Seite Personengesellschaften, das heißt, das sind Gesellschaften, die mit meiner Person abhängig sind und ich natürlich auch als Inhaber dieser Gesellschaft persönlich haftbar bin. Das zweite, was wir haben, sind Kapitalgesellschaften. Das ist die klassische GmbH oder auch die Mini-GmbH, die hier natürlich auch eine Rolle spielt oder auch die Aktiengesellschaft, wovon ich eigentlich ausgehe, dass der eine oder andere gerade als Gründer oder auch als weiterführender Immobilienmakler hier natürlich nicht unbedingt zwingend direkt eine Aktiengesellschaft gründet. Was kann man jetzt eigentlich richtig tun und was ist der richtige Weg? Vielleicht erstmal prinzipiell, eure Eltern haben euch einen wunderbaren Namen gegeben und da könnt ihr alle stolz drauf sein. Und diesen Namen sollte man auch verwenden, weil es ist ja euer Aushängeschild. Ihr wollt als Makler oder Maklerin durchstarten, ihr seid die Marke. Ja, euer Name sollt ihr nach außen tragen und ihr müsst auch keinen Fantasienamen wählen. Außer ihr habt natürlich einen Nachnamen, der sehr kompliziert ist, der schwierig auszusprechen ist, der vielleicht für viele eine Herausforderung ist, dann sollte man natürlich über eine Alternative nachdenken. Aber eine Namensänderung braucht ihr natürlich auch nicht. Also, erstmal mein erster Rat an euch ist, ihr solltet grundsätzlich als Einzelunternehmen starten, Einzelunternehmer, das heißt, ihr macht eine Gewerbeanmeldung, ihr startet und dann ist natürlich euer Name natürlich dann auch die Firma. Ihr könnt euch, wenn wir hier nochmal genauer drauf gucken, ihr könnt euch natürlich auch eine Unterzeile geben. Also zum Beispiel Carsten Frick Immobilien, dann habe ich dann die Endung Immobilien da dran. Wenn ich aber mir einen Fantasienamen geben möchte, dann funktioniert das hier nicht als Allein- oder Einzelunternehmer, weil ich immer meinen vollen Namen mitverwenden muss. Außer ich würde mich im Handelsregister eintragen lassen. Das geht natürlich, indem ich hier als eingetragener Kaufmann mich im Handelsregister eintragen lasse. Dann könnte ich mich beispielsweise auch Bär Immobilien nennen. Und über das Handelsregister kann man wieder herausfinden, dass Carsten Frick dahinter steht. Und somit ist dann auch nach außen hin die Darstellung sehr korrekt. Steuerlich gesehen machen wir natürlich jetzt keine Beratung hier, aber als Einzelunternehmen ist der Weg erstmal viel, viel leichter, weil ihr habt viel mehr Flexibilität mit Privatentnahmen und ihr könnt natürlich erstmal steuerlich da reinwachsen. Ihr braucht natürlich einen Steuerberater und deswegen wird auch der Steuerberater hier euch empfehlen, fangt erstmal an. Ihr seid natürlich als Einzelunternehmer hier Inhaber und nicht Geschäftsführer. Das heißt, auch das hat natürlich nochmal einen Unterschied. Generell bei den Personengesellschaften gibt es natürlich noch die GbR. Wenn ihr das zu zweit machen wollt, könnt ihr in der GbR dann zu zweit auftreten. Dann müssen auch die Namen auftreten von den Teilnehmern der GbR mit der Endung GbR. Wir haben jetzt hier noch die OHG, die offene Handelsgesellschaft. Die lässt sich natürlich auch im Handelsregister eintragen. Und genauso haben wir hier noch die Kommanditgesellschaft. Was da im Einzelfall für euch der beste Weg ist, können wir natürlich hier in diesem Video nicht beantworten. Das würde ich auch immer empfehlen, holt euch da steuerliche Beratung. Ganz anders sieht es jetzt aus, wenn wir über die GmbH sprechen. Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Ja, das ist natürlich erstmal ganz gut. Jetzt muss man sich generell die Frage stellen, brauche ich als Makler oder Maklerin überhaupt diese Haftungsausschließung? Mit zunehmender Größe als Unternehmer braucht ihr das natürlich. Man möchte gerne Privates von Geschäftlichen trennen und vielleicht Risiken auch ein Stück weit auseinander dividieren.
Und eine GmbH hat steuerlich natürlich auch nochmal eine ganz andere Grundlage, die ich jetzt auch hier nicht im Detail erklären werde. Aber eine GmbH hat auch einen guten Ruf. Und wenn wir über das Thema Immobilienmakler und das Image des Maklers später mal sprechen, dann ist natürlich auch hier wichtig, dass man euch vertraut als Unternehmer und dem Unternehmen selber. Das ist auch der Grund, warum ich euch hier in diesem Teil auch grundsätzlich davon abraten würde, von einer UG, die Unternehmergesellschaft. Die kann ich mit einem Euro gründen. Ich verpflichte mich als Geschäftsführer oder Gesellschafter dieses Unternehmens, verpflichte ich mich, jedes Jahr 25% meiner Gewinne in die Rücklage zu führen, damit ich irgendwann die 25.000 Euro erreicht habe. Ich brauche ein Testat am Ende, weil ich das ja über mehrere Jahre mache, was testiert, dass ich meine Stammeinlage erreicht habe. Und oftmals ist der Weg hier genauso teuer, wenn nicht sogar viel teurer, als direkt eine GmbH zu gründen. Ja, das heißt, eine UG hat aber auch wieder so den Ruf, naja, ein Euro hingelegt, man will nichts für nichts haften. Das finde ich, das zahlt nicht unbedingt in euer Image ein. Deswegen sollte man hier vielleicht überlegen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Die Aktiengesellschaft, kurz und knapp, ist natürlich auch eine Kapitalgesellschaft, finde ich erstmal hier nicht passend, außer ihr seid jetzt wirklich ein Fonds oder irgendwelches, ein größeres Unternehmen. Aber ich denke, dann guckt ihr hier wahrscheinlich auch gar nicht den Kanal. So, zusammengefasst können wir Folgendes sagen. Wir haben hier in dem Chart einfach eine Trennung. Es gibt auf der einen Seite Personengesellschaften, die persönlich auch haften, was aus meiner Sicht jetzt in der Maklerbranche nicht gerade so trivial ist, weil ihr, wenn ihr eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung habt, dann ist dieser Part eigentlich ganz gut abgedeckt. Die GmbH als solches, die hat natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen und auch eigene Spielregeln. Ja? GmbH-Gesetz, Gesellschafterversammlung, Beschlüsse und auch letztendlich eine gewisse Kontinuität. Ihr seid angestellt in dem Unternehmen und müsst natürlich gewisse Geldflüsse auch einfach immer wieder haben. Da kann man nicht einfach mal sagen, heute so, morgen so. Was der richtige Weg ist, das können wir natürlich jetzt hier nicht 100% beantworten, aber ihr könnt zumindest hier schon mal die ersten Schritte sehen, wie es funktioniert. Und wenn ihr wissen wollt, wie es noch weitergeht, wenn ihr vielleicht Immobilienmakler oder Maklerin werden wollt, ihr seid vielleicht unzufrieden mit eurem Job, ihr seid Konzernaussteiger, ihr seid nach der Kindererziehung und sagt, ich will jetzt wieder arbeiten, aber ich will was anderes tun, dann seid ihr bei uns genau richtig. Nämlich wir von der Mein Makler Akademie, wir bilden Menschen aus, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen. Wir haben ein Ausbildungskonzept für einen längeren Zeitraum, der berufsbegleitend sehr gut funktioniert. Wir haben auf dem Weg in den letzten Jahren viele Menschen begleitet. Alle sind erfolgreich geworden. Das macht mich persönlich natürlich besonders stolz, wenn Träume in Erfüllung gehen. Und wenn du zukünftig auch Immobilienmakler oder Maklerin werden möchtest, dann klicke unter diesem Video einfach unseren Link an, komm auf unsere Seite meinmakler.com, oben auf Karriere und füll das Formular aus. Wir nehmen Kontakt mit dir auf und schauen einfach, ob du zu uns passt. Wenn dir dieses Video was gebracht hat, gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Wenn du mehr sehen willst, abonniere uns, aktiviere die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, dein Carsten Frick.